Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Diesmal immer noch Corona-bedingt als Online-Treffen. Wir haben ein ganz aktuelles Thema, das heißt ein immer wieder und immer bleibendes aktuelles Thema, nämlich den Schlaganfall. Und ich darf ganz herzlich dazu einen Experten begrüßen, sozusagen eine herausragende Persönlichkeit zu diesem Fachgebiet in unserem Gebiet hier. Das ist Herr Professor Dr. Gahn, Direktor der Neurologischen Klinik im Städtischen Klinikum. Professor Gahn, wir haben einige Fragen zum Schlaganfall. Es gibt einen Schlaganfallstest. Was ist das eigentlich? Wie soll man den durchführen? Ja, es gibt einen ganz bewährten Schlaganfalltest, der geht ganz schnell. Das ist der sogenannte FAST-Test, F-A-S-T. F steht für Face, Gesicht, A für Arm und S für Sprache. Man prüft, ist das Gesicht symmetrisch oder hängt ein Mundwinkel runter. Man schaut, ob die Arme beide nach oben sich bewegen können und man hört dem Patienten zu, ob er normal sprechen kann oder Worte nicht finden kann oder die Sprache verwaschen ist. Der sogenannte FAST-Test. Wann muss ich an einen Schlaganfall denken? Also eine ganz wichtige Frage. Was sind die ersten Symptome eines Schlaganfalls? Auf jeden Fall eine einseitige Lähmung, wenn man den Arm oder das Bein oder beides nicht mehr richtig bewegen kann, wenn eine Seite des Körpers taub ist, wie eingeschlafen sich anfühlt. Eine Sprachstörung, dass die Sprache nicht mehr flüssig ist oder verwaschen klingt, das sind so die Hauptursachen oder die Hauptsymptome für einen Schlaganfall. Können diese Symptome flüchtig sein? Sind sie kurzzeitig? Es gibt auch kurzzeitige, die nur wenige Minuten dauern oder vielleicht auch eine halbe Stunde. Das nennt man dann eine transiente ischämische Attacke, das ist der Fachbegriff, oder TIA. Ein ganz wichtiges Warnsymptom, weil häufig bei fast einem Drittel der Patienten nach einer solchen TIA in der nächsten Woche ein großer Schlaganfall folgt, der dann zu einer schweren Behinderung führen kann. Was passiert eigentlich im Gehirn bei einem Schlaganfall? Das wird von ganz vielen Blutgefäßen versorgt, Arterien. Das meiste Blut im Körper gerät tatsächlich ins Gehirn. Und wenn eine dieser kleinen Blutgefäße verstopft ist, dann kommt es zu einer Durchblutungsstörung und dann einem, wenn das lange genug dauert, einem Infarkt, also einem Untergang von Hirngewebe. Das tut leider nicht weh. Das heißt leider nicht weh. Beim Herzinfarkt tut das weh. Der Herzmuskel hat Schmerzsensoren. Das Hirn hat keine Schmerzsensoren. Wenn dort irgendetwas passiert, tut das eben normalerweise nicht weh. Wenn ich den Verdacht habe, dass in meiner Umgebung ein Mensch einen Schlaganfall hat, was tue ich dann? Soll der Patient selbst in die Klinik fahren? Muss ich ihn in die Klinik fahren oder muss ich den Notrettungsdienst rufen? Auf jeden Fall den Notarzt rufen, den Krankenwagen. Das Rettungssystem ist so organisiert, auch über das Deutsche Rote Kreuz, dass das blitzschnell geht. Der Anruf in der Leitstelle löst sofort den Alarm aus und der Schlaganfall hat die höchste Priorität im Rettungsdienst. Das geht viel schneller, als wenn man selber mit dem Auto in die Klinik fährt, sich dort erst anmeldet, all diese Dinge, die organisatorischen Dinge regeln muss. Das geht über den Rettungsdienst viel, viel schneller. Dann kommt die Frage, der Patient ist in der Klinik. Welche Untersuchungen müssen in der Klinik durchgeführt werden und welche Untersuchungen können durchgeführt werden? Macht eine ganz kurze klinische Untersuchung, das, was ich eben auch gesagt habe, diesen FAST-Test im Grunde, und dann wird sofort ein Bild des Kopfes gemacht, meist mit einer Computertomographie oder mit einer Kernspintomographie, um zu sehen, sieht man vielleicht schon einen Infarkt, sieht man vielleicht auch was ganz anderes, was solche Symptome verursachen kann. Blutungen können auch vom Äußeren her genauso erscheinen. Man muss also unbedingt erstmal eine Röntgenuntersuchung des Gehirns machen. Und was man heutzutage auch sofort macht, ist, dass man die Blutgefäße untersucht mit einer speziellen Technik in der Computertomographie, sodass man sofort sehen kann, ob eines der größeren Gefäße praktisch vom Hals aufsteigend bis ins Gehirn verschlossen ist. Nun gibt es ja zwei Formen des Schlaganfalles. Bei dem einen ist ein Gefäß verstopft und bei dem anderen ist es zu einer Blutung gekommen. Was macht den Unterschied für den Patienten? Ja, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Vom klinischen Befund her, Halbseitenlähmung zum Beispiel. Es ist nicht gesagt, ob dahinter ein Infarkt, eine Durchblutungsstörung steckt oder ob dahinter eine Hirnblutung steckt. Beides tut zunächst erstmal gar nicht weh, kann aber dieselben Symptome machen. Deswegen braucht man auch unbedingt eine Bildgebung vom Gehirn in der Notfallsituation, weil man einen Infarkt ganz anders behandeln würde als eine Hirnblutung. Vielen Dank, Herr Professor Gahn. Das war
ausführlich und Sie haben uns sehr gut beraten. Wir wünschen Ihnen alles Gute und, meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihnen alles Gute und verhindern Sie den Schlaganfall. Alles Gute. Ade.